So, hallo, letzte Aufnahme dieser Session. Wir machen weiter bei Isaac Repentance. Wir versuchen immer noch mit Kane ein paar neue Sachen freizuschalten. Haben letztes Mal rausgefunden, dass in der Spiegelwelt, dass es da ja die Knife Pieces scheinbar gibt. Und wenn man die hat, kann man aus dem Spiel wieder rausgehen und bekommt seinen Körper zurück. Das war mir noch gar nicht bewusst bisher. Zack, Bücherwurm geworden. Aber das hier wollte ich auch einsetzen. Weil das kann Dinge. So, aber das hier nehmen wir mit. Würde ich sagen. Das kann nämlich auch Dinge. Okay. Ich finde es cool, wenn man mit, wie man mit einem so Raum einfach direkt Bücherwurm wird. Das ist ganz cool. Nee, das ist nicht cool. Ich musste Lavas sofort einsetzen. Ich muss sofort die Lavas einsetzen. Was ist das? Black Tooth looks dead. Ah, ich lass mal meinen Lockpick. Ich muss gleich die Lavas einsetzen. Das war furchtbar schlecht gespielt. Lavas, 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 Lavas. Ach, ich habe ja der Lavas in der Hand. Nun. Ich dachte, ich habe es hier liegen lassen. Ich habe es ja in der Hand. Muss ich ja doch nicht einsetzen. Ja, wie dumm kann man denn manchmal sein, echt? Sensationell. So, zack, 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 zack. Wir gehen mal auf Vorsicht. Bitte Lavas noch dabei. Also zwei Herzen habe ich ja. Wie weit ist es noch bis zum Boss? Ich dachte, der kommt gleich, deswegen habe ich das Buch mal noch nicht ein. Okay, da ist er auch schon. Ah, Bombe, Bombe, Bombe. Wir brauchen Bombe. Wir brauchen Bomben. Wir brauchen Bomben. Wir brauchen eine Bombe. Bombe! Na gut, der Schlüssel ist jetzt nicht so vernünftig, aber ist egal. So. Wie läuft's hier? Sehr gut läuft's hier. Oh, der Schlüssel! Der Schlüssel ist nicht so wichtig, sagt er. Der Schlüssel ist nicht so wichtig, sagt er, und hat keinen Schlüssel für Downpour. Ja, wahrscheinlich ist der Schlüssel nicht so wichtig. Du bist ein Volltrottel. Schlüssel ist nicht so wichtig. Bombe! Aber gut, dann wäre mein Schlüssel für Downpour auch nochmal gewesen. Aber jetzt haben wir alles. Mehr kriege ich nicht. Mehr kriege ich nicht. Abflug. Downpour, wir kommen. Oder auch Dross. Kann ja beides sein. Downpour oder Dross. Es ist Downpour XL, was wir gerade eben auch schon hatten. In unserer Runde gerade eben. Sehr gut. Dann wäre es doch denkbar, dass wir jetzt wieder einen Spiegel finden. Okay. Ist das irgendwie so eine Downpour-Sache, dass man einfach sofort den Bossraum findet? So, keine Ahnung. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass das passiert. Nee, jetzt ist genau da die Pille gespawnt. Du kannst mich mal kreuzweise. War vielleicht nicht so geil. Das war nicht so klug, was ich getan habe. Na, ach, komm. Kann man sich denn von allem treffen lassen, ey? Schaffen aber. Auch wenn das etwas kritisch war, wie ich das gespielt habe, aber hey. Der Endeffekt zählt. Ich meine, unser Lavas ist jetzt weg, aber gibt Schlimmeres.
So, wir brauchen zwei Bomben. Wir müssen auf jeden Fall... Da ist mein weißes Feuer. Uiuiuiui, okay, alles klar, Junge. Hab ich verstanden. Reroll the basics. Bleiben hierbei. Was ist das denn? Schicke ich den durch die Gegend und macht er dann Damage oder was? Was kann der so? Außer Damage machen, kann der irgendwas? Man weiß es nicht mehr genau. Also hier ist jedenfalls das weiße Feuer. Kann der mir Items holen? Kann der überhaupt über Abgrund? Ne, der kann auch nicht über Abgrund. Aber hier, wenn jetzt zwei Bomben... Ich muss auf jeden Fall den Schlüssel... Ja, wenn ich... Also ich habe die Möglichkeit, an zwei Bomben ranzukommen. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Hier ist der Schlüssel... der Spiegel. Hier ist der Spiegel. Okay, der Typ muss den Stein holen. Hol den Stein hier oben. Du musst den Stein hier oben holen. Ärgerliche Momente. Mann, ich hab doch ein Lockpick. Ich komm doch. Doch da rankommen. Okay, vorsichtig. Das Feuer ist böse. Schieß einmal. Oder so. Okay. Das war dann doch nicht so schlimm wie gedacht. So, jetzt ist die Frage. Wenn ich hier reingehe in den Shop, ist mein Schlüssel weg. Ich brauche den Schlüssel für die beiden Bomben. Also kann ich das nicht machen. Jetzt machen wir erstmal den Boss und gucken, ob ich überhaupt hier weiterkomme. Kann ja sein, dass ich versage. Was dieses Ding, ey. So, kann ich hier mal meine Ice Cube ein bisschen losschicken, dass die auch Schaden macht? Go, Kollege. Ah, der fungiert aber auch als Schutzschild. Ah, und der vereist Gegner. Ah, das ist auch cool. Auch ein netter Nebeneffekt. So, plus 1 to lowest stats. Das waren die Bomben. Null. Okay. So, jetzt einmal fix die anderen Bomben holen. Und dann... Ach, ich bin komplett dumm. Ich wollte doch den Spiegel machen. Okay, Spiegelweg sollte nicht so schwierig sein. Spiegelweg sollte nicht so schwierig sein. Wait a moment. Ich muss ja nur zum Itemraum und wieder zurück, ne? Das sollte drin sein. Ich starte ja beim Itemraum. Ach so. Aber ich muss zum Itemraum in der Spiegelwelt. So war das. Wieder verdrängt hier alles. Wieder alles ver... Oh, lol! Einen Moment. Ich muss kurz Dinge tun. Ich muss kurz Dinge tun und mich dann über meine eigene Dummheit wieder ärgern. Wo liegen denn jetzt... Wo fliegen denn jetzt noch Sachen rum, die ich einfach mitnehmen kann? Ach ja. Oh, das ist sehr stabil. Also man könnte jetzt auch praktisch einfach nur... Jetzt kann ich auch in den Shop gehen. Hm. Man könnte jetzt auch einfach nur
sagen, ich habe mich jetzt hier aufgeladen, ich bin jetzt hier zum Geist geworden. Ich gehe in den Spiegel. Und ich gehe wieder zurück. Oh! Oh! Wir bleiben Geist. Ich muss das Knife Piece finden, sonst bleibe ich der Geist. Okay, das ändert einiges. Nämlich, dass ich jetzt bis zum Itemraum wieder spielen muss. Einen Hit habe ich, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe. Das ist jetzt auch die Stachelkiste? Okay, die ist jetzt cool drauf. Die Kiste ist jetzt cool drauf, okay. Fühl ich. Alles gespiegelt. Jetzt kann ich hier einfach reingehen. Also sobald die... Ja, okay. Und dann habe ich ja schon mein Knife Piece. Toll. Jo, was? Dann ist einfach in dem anderen Raum das Knife Piece und hier ist jetzt ewig der Kampf, oder wie? Das ist ja frech. Das ist ja ein ganz frecher Raum. Gut. Ja, da ist das Knife Piece. Und damit gehe ich jetzt zurück. Damit gehe ich jetzt zurück. Ich werde jetzt einen Teufel tun und zu den Bossen gehen in der Spiegelwelt. Damit gehe ich jetzt zurück und bin wieder normal. Und habe die Upgrades, die ich mit dem... Ja, während ich lost war, sozusagen eingesammelt habe. Das ist schon eine coole Sache. Ich frage mich halt, was es mit dem Knife Piece auf sich hat. Aber das werden wir feststellen. Hoffe ich. Irgendwie. So, Bombe. Bombe. Ist halt die Frage, ob es in den anderen Ebenen überhaupt nochmal die Möglichkeit gibt, dieses Feuer zu nutzen. Ne? Oder ob das nur in Downpour geht und man muss es in Downpour 1 und in Downpour 2 machen und wenn man die XL-Ebene erwischt, hat man Pech gehabt. Aber so oder so haben wir es jetzt auf jeden Fall genutzt für Upgrades und das passt. So, Minen 1. Na komm. Da gönnen wir uns. Wenn es zu kritisch wird, habe ich ja immer noch mein Buch. Aber die Gegner hier sind es noch überhaupt nicht kritisch. Dafür werde ich mein Buch nicht einsetzen. Dafür werde ich mein Buch auch nicht einsetzen. Vielleicht dafür. Oh, lol. Hat gar nicht... Ja, die sind nämlich gar nicht so... okay. Die sind ein bisschen wilder drauf als andere. Nice. Ey, der Cube ist schon ein cooles Item. Nicht jetzt das Favoriten-Item schlechthin, aber eine coole Geschichte auf jeden Fall. Mit unseren drei Herzen sind wir auch ganz gut gerüstet. Also Satan, die ist eine Sache, aber ich würde natürlich wieder eher auf den Engel dann versuchen zu gehen. Ja, das war blöd, aber ist egal. Naja, egal, es ist nichts. Es ist ein Hit, der nicht sein muss. Also insofern, ja. So, Itemraum. Das nehmen wir direkt mit. Das nehmen wir direkt mit. Da tun wir gar nicht lange rum. Egal, was das andere sein könnte, das nehmen wir direkt mit. Was bist du denn für ein komisches Ding? Ah, okay, wenn ich wahrscheinlich Münzen einsammle, kommen Fliegen raus. Auch eine coole Sache. Lass mal das Lockpick. Hui! Oh, ich mag den Eiseffekt. Das ist schon eine coole Geschichte, die sie sich da überlegt haben. So.
bist du denn? Kenn dich. Ich glaube, ich will das Buch behalten. Ist du überhaupt... Ich glaube, du bist ein Spacebar-Item und da kommt dann Zeug... Jetzt kommt dann diese... Ist es nicht dieses Ding, was die... Die Lilith hat? Double your friends. Ja, nee. Das ist das Ding, was Lilith hat. Das ist ganz cool, aber nichts für... Nichts für... Jetzt. Also wenn man kein Spacebar-Item hätte, könnte man es machen. Dann hätte ich zum Beispiel zwei Cubes für einen Raum. Könnte man beim Boss einsetzen und so, ne? Wäre dann eine ganz interessante Geschichte, aber aus der Position braucht es das jetzt auch nicht. So. Ich hoffe, ihr habt gleich den Boss erstmal zu finden. Ey, du bist auf meiner Seite. Wieso greifst du mich an? Das darfst du nicht, wenn du auf meiner Seite bist. Also, so habe ich mir das nicht vorgestellt, Freund. Okay, Boss gefunden. Oha, das ist ja ein frecher Raum. Okay, Bossfight. Oh, der kann auch fahren. Cool. Aua, okay, so cool finde ich ihn schon gar nicht mehr. Nee, so cool finde ich den gar nicht mehr. Aua, lass mich in Ruhe. Jo, woher weiß ich denn, dass das Brimstone-Kackens... Was? Alter. Danke für die Info. Keine Ahnung, ob der Cube hier irgendwas machen könnte. Nee, der interessiert sich relativ wenig für ihn. Alter, ich muss aufhören, wenn der nochmal diese scheiß Minen setzt. Das war's ja komplett. Jetzt zum Beispiel. Eieieiei! Okay. Da. Nee! Eine Bombe noch und ich bin tot. Nee, ich will hier nicht... Nein! Wo bin ich sicher hier? Naja. Nicht so ganz. Alter, der ist so gut wie down. Und ich auch. Komm, komm, mach Abflug. Alter, du hast keine Energie mehr. Du hast keine Energie mehr. Stürm jetzt. Wie, jetzt hat er wieder Energie. Jetzt läuft er hier noch rum, oder was? Oh, okay, wir haben... Okay, wir haben jetzt genauso, wie wir damals Dross freigeschaltet haben... Haben wir jetzt die andere Variante der Mine, nämlich S-Fit, freigeschaltet? Eieiei, war das ein Kampf! Man könnte meinen, es ist ein Endboss, der Kollege. Hilfe! So, gib mir Energie zurück, danke. Gib mir Energie zurück, danke. So, was ist hier drin? Da waren wir schon. So, da ist kein Geheimraum. Hier könnte das sein. Der Raum spricht auch nicht dagegen. Jo! Nice.
Das war auf jeden Fall ein Gewinn. So, okay. Waren wir schon im Shop? Ach ja, waren wir schon. Ah! So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So, okay. Ich würde kurz noch die anderen Räume da unten abchecken. Nicht, dass wir noch plötzlich hier weißes Feuer hätten, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, weißes Feuer taucht nur in Downpour auf. Kann es sein? Ich weiß. Was ist das denn? Ekliger Raum. Aber ich glaube nur ein Gegner. Ja. It looks brittle, Fingerbone. Okay, wir lassen den Lockpick. Keine Ahnung. Ach, hier ist der Stachelraum noch. Okay, den fühle ich noch. Na, so fühle ich ihn jetzt auch nicht. Okay. Abflug. Ich mein halbes Herz noch mal irgendwo zurück? Nee, ne? Krieg ich nicht. Nee. Krieg kein halbes Herz mehr zurück. Na gut. Ach, ich könnte noch den anderen Geheimraum sprengen. Buchen. Da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Aber ja, gut. Wahrscheinlich eher hier dann. Jo. Ja gut, dann sind wir wieder voll. Ist auch in Ordnung. Kann man machen. Weiter im Programm. Heieieiei. Oh, wir sind jetzt direkt in Esfit gelandet. Okay, er wechselt einfach von den Minen nach Esfit. Auch interessant, dann sehen wir noch eine neue Ebene. Habe ich nichts dagegen. Was ist dieser Schalter? Was hat er jetzt gemacht? Ja, was hat er jetzt gemacht, der Schalter? Oder gibt es mehrere Schalter in Esfit und man muss alle drücken? Man weiß es nicht so genau, ne? Ja. Ja, komm. Wir nehmen ihn hier mit. Vielleicht hilft er mir mal ab und zu. Mal gucken. Guck mal, hier ist nochmal so ein Schalter. Gibt's einfach wirklich mehrere in Esfit? Oh lol, naja. Man weiß es ja nicht, was es vorher ist. So, das Ding ist, ich nehme jetzt hier den Dings mit, solange bis wir an eine Kiste kommen, dann hole ich mir den Lockpick zurück. Okay. Also irgendwas tue ich in Esfit. Ich weiß nicht, was ich tue mit diesen Schaltern, aber irgendwas tue ich. Aua. Ich hoffe nur, ich denke dran, mir den Lockpick dann wieder zu holen. Mein ist jetzt nicht das Schlimmste, weil wir haben recht viele Schlüssel. Aber man muss es ja auch nicht herausfordern, ne? Yo! Machst interessante Dinge, Kollege. Okay, hier ging's nicht weiter. Hier ging's hoch. Kann ich die kaputt machen? Oh Gott, was? Was ist das denn für eine Scheiße? Wie soll man denn da durchkommen? Wahrscheinlich muss man schnell sein und wenn man nicht schnell genug ist, dann... Ja, dann... Macht der Raum einen ein bisschen kaputt. Das war ja böse. Vielleicht hätte ich auch wegschießen können. Keine Ahnung, ich habe es nicht hinbekommen. Also kann ich nichts sagen, ob es gegangen wäre oder nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es gegangen wäre. So. Wir gehen erstmal den kleinen Gang hier hoch. Das sollte ohne Hit funktionieren. Yes! Energie ist wieder da. Bossfight. Und Shop. Beides in einem. Nicht schlecht.
immer gleich reingehen. Also in den Shop, nicht in den Bossfight. Okay. Ich nehme den mit, ich nehme den mit. Was anderes hier ist jetzt nicht so sinnig. Gut, aber wir müssen den Itemraum noch finden. Der muss dann am Anfang irgendwo sein. Da ist eine Leiter jetzt eingebaut. Hä? Ich habe alle drei Schalter gedrückt und jetzt komme ich irgendwo hin. Ach, ich war schon im Itemraum. Wait, was ist das jetzt für ein Raum? Ich habe gerade richtig böse Downstats bekommen. Es ist gerade alles runtergegangen. Wo bin ich denn? Was? Ich habe nichts mehr. Oder ist das jetzt sowas wie der Spiegel? Und hier gibt es jetzt Knife Piece 2, wenn ich das schaffe. Keine Ahnung, wir probieren es mal aus. Es ist eine neue Ebene. Also nicht eine neue Ebene, aber... Okay, im Moment ist noch nichts hier, wo ich kämpfen muss. Das ist, ich muss im Rückweg wahrscheinlich gleich kämpfen. Ich hab kompletten Downs... Ich bin praktisch zurückgesetzt worden, könnte man sagen, auf Null. Hier ist noch nichts. Noch ist hier nichts. Oh, Guys, ich habe ein bisschen Bedenken, wohin das führen wird. Das müssen wir gleich alles zurücklaufen. Und dann mitkämpfen wahrscheinlich. Das müssen wir gleich alles zurücklaufen. Okay. Knife Piece 2. Was? Muss ich vor dem abhauen? Kann ich das Ding bekämpfen oder muss ich vor dem abhauen? Holy shit! Was? Was muss ich tun? Okay, wir haben wieder was Neues entdeckt. Wir verstehen jetzt den Zusammenhang zwischen Spiegel, weißem Feuer, Knife Piece 1, Minen, Schaltern in Minen, Knife Piece 2. Jetzt verstehe ich auch, warum die einen zurücksetzen. Weil man nämlich sich hier nicht durchsprengen darf mit normalen Bomben. Aber ich fürchte, ich hätte mich gegen dieses Ding mit dem Messer wehren können, ne? Ich fürchte, ich hätte mich mit dem Messer gegen dieses Ding wehren können. Scheiße. Aber das war jetzt das erste Mal, dass ich dieses Ding gesehen habe. Also das... Okay. 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 Wisst ihr, was wir jetzt noch schnell machen? Wir gucken uns jetzt mal nochmal an, was für Challenges uns hier noch fehlen. Und ob wir davon vielleicht welche schnell hinbekommen. Wie weit musste man die spielen? Ach so. Ja, ja, ich erinnere mich. Die Challenge muss man spielen bis, ich glaube, das ist Blue Baby, ne? Das ist die fucking Chest. Oder ist das Isaac? Nee, es ist Blue Baby. Das ist halt viel zu weit. Also vor allem für den Part, um jetzt anzufangen. Aber okay. Werden wir bei Gelegenheit vielleicht nochmal probieren. Man hat als Zusatzeffekt kann man alles... Ach, genau, man kann alles kaputt laufen. Ja, das war die Geschichte. Das beste Item, was man hier bekommen kann, wäre sozusagen eins, wo man immun gegen seine eigenen Explosionen ist. Wenn man so ein Item hier bekommen würde, dann GG.
Dann GG. Also irgend so ein Item, wo man immun wird gegen seinen Kram. GG. Ah ja, an der Challenge haben wir sehr lange rumprobiert. Und sie leider nie geschafft. Da habe ich schon sehr viele Parts investiert. Schon damals. Schon damals. Voll. Noch was zu tun? Ja, wir können noch hier runter. Jetzt ist natürlich Stachelraum nochmal eine riskantere Geschichte, weil ich halt mein Herz nicht zurückbekomme, wenn ich da in den Stachelraum gehe. Geht mir jetzt in den Stachelraum in der Challenge oder eher nicht? Ich fühle den Stachelraum jetzt im Moment nicht so. Muss ich gestehen. Was aber auch ganz cool ist, ist, dass man noch zusätzlich Schaden macht durch den Kram am Boden. Backlunch, ja, keine Ahnung, was das ist, weiß ich auch nicht. Klingt aber nach einem HP, oder das klingt nach etwas, was zu einem HP abwerten könnte. Das war dumm. Klingt nach etwas, was zu einem HP abwerten könnte, tatsächlich. Ja. Hm. Yo, was? Yo, was? Der Black Market ist jetzt halt so ziemlich das Letzte, was wir gebrauchen können in dieser Challenge. Wenn jetzt hier ein Item dabei gewesen wäre, was mich hier, ne, wisst ihr schon, was dafür sorgt, dass... Ihr wisst, was ich sagen will. Oh mein Gott, ich werde auch noch getroffen. Ja gut, also ich wollte ja nur mal kurz reingucken, während wir die Challenge... wollte nur mal kurz reingucken. Das war die Challenge. Dann... Onan Streak war irgendwas mit Schaden, wo man... Irgendwas... Ach ja, wenn man nicht trifft. Wenn man nicht trifft, nimmt man Schaden. Müssen wir bis Isaac spielen. Also bis zur Kathedrale. Wenn man nicht trifft, nimmt man Schaden. Richtig. Na, ich muss mit dem Ding, was ich hier schieße, muss ich treffen. Dann nehme ich keinen Schaden. Und wenn ich daneben schieße, dann bin ich tot. Das war die Challenge, okay. Oh, Lemons haben wir noch gar nicht. Doch, nevermind. Back Passwords. Ach ja! Man startet mit crazy Ausrüstung. Gegen den hier. Und ich glaube nicht, dass es nur der Kampf war. Ich glaube, man musste rückwärts. Also man musste alles zurückgehen dann. Bin mir nicht. Oh mein Gott. Bin mir nicht mehr sicher.
bin mir nicht mehr sicher, was genau jetzt hier die Challenge war. Ich glaube, wenn man den besiegt hat, dann ging es alles rückwärts, ne? Also man musste, glaube ich, alle eben... Ach, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ist zu lange her. Ach Mist. Ach Mist! Engine Scanner. Aber das Lustige ist, auf die Art und Weise sehen wir jetzt mal wieder den Big Satan-Kampf. Ja, oder Mega Satan, wie er heißt. Ach, ich... Mann. Er braucht schon ewig, ne? Aber es ist unfassbar. Doch, mach dich weg. Ach komm, geht's weiter? Oh. Alles klar, Kollege. Mach alles langsamer, ist in Ordnung. Ah, Mist. Wollte doch nur kurz reingucken. Alter, wie viel hält er denn aus? Ja, ist in Ordnung. Aber das Lustige, wie gesagt, das Schöne ist, so kann ich mich jetzt wieder ein bisschen an sein Muster erinnern. Sollten wir irgendwann mal wieder richtig gegen ihn kämpfen müssen. In einem One weiß ich grob, was er tut. Dass er mich brutal verprügt. Geld. Okay, das war die Challenge. Ich glaube, man muss irgendwie kurz laufen, weiß ich nicht. Lul. April's Fool. Ah. Das sieht aus, wie wenn die Items, die man einsammelt, nicht die sind, die man sammelt. Also der Schlüssel jetzt war ja das Lemonade-Ding. Okay, wie weit muss man das spielen bis zum Herz? Das ist gar nicht mal so eine lange Challenge. Muss man nur bis zum Herz spielen. Haben wir die jemals gespielt? Oder habe ich einfach nicht alle Challenges mir angeguckt? Ich kann mich nämlich nicht an die erinnern. Muss ich gestehen. Das heißt, wenn ich jetzt das hier für 7 Münzen kaufen würde, wäre das gar nicht das Item, was ich kaufen würde. Okay. Oh, lolo, die Karte ist auch komplett lost. Gerade da oben ist auch komplett lost. Also die Map passt überhaupt nicht. Wer weiß, was da noch alles für Trolls eingebaut sind. Ah ja. Das war interessant. Lemon Juice funktioniert überhaupt nicht. Okay. Wo ist mein Schlüssel hin? Ist das auch wieder ein Troll gewesen? Ich glaube, es ist auch wieder ein Troll gewesen. Ich glaube, der hat den Schlüssel für die Bombe. Oh mein Gott. Ja, okay. Ja gut, ich will die Challenge jetzt, wie gesagt, auch nicht spielen. Ich wollte nur kurz gucken, was die alles macht. Sind wir hier auch wieder schlauer geworden?
Okay, das war die Challenge. Pokémans, ich glaube, das ist das mit den Pokémon-Items. Mit diesem Ball, den man werfen kann über die Spacebar. Genau. Na, dann kann ich hier einen Pokéball. Ach so. Ich dachte, ich muss mir selber eins fangen. Da kommt einfach eins raus. Da kommt einfach ein Familie raus. Also nicht ein Familie, sondern ein Gegner, der auf meiner Seite ist, kommt da raus. Und dann ist er im nächsten Raum. Ah, nee, er bleibt. Okay, er bleibt. Interessant, er bleibt. Cool. Startraum, was hast du mir zu bieten? Nix. Ja, gut, das ist jedenfalls die Challenge. Und dann haben wir noch Ultra Hard. Oh, und Pong haben wir gar nicht freigeschaltet. Stabil. Was ist Ultra Hard? Oh, das muss man bis Big Saal. Man spielt die Ebenen mit allen Flüchen gleichzeitig. Curse of Darkness, Curse of Labyrinth. Kriege ich wenigstens Itemräume? Okay, es gibt Itemräume. Ich sehe zwar nichts, weil der Fluch sorgt dafür, dass man kein einziges Item sieht, aber es gibt Itemräume. Ist gar nicht mal so ein schlechter Start. Guppy's Tale und Infamy. Das wäre jetzt keine 2 Herzen wert in einem normalen Run. In einem normalen Run wäre das jetzt nicht 2 Herzen wert. Aber hey. Ah, nice. Jetzt muss ich auch noch hier wieder raus. Ja, stabil. Da beendet sich der Run dann gleich von selbst. Aber das Schöne ist, man hat den Schlüssel schon. Man muss also nicht über die Engelräume gehen, sondern man kommt auf jeden Fall zu Big Satan, also zu Mega Satan. Gut, ob das schön ist oder nicht, kann jeder selbst entscheiden. Aber was schon mal cool ist, ist, es gibt also offenbar die Itemräume. Die kann man nutzen. Und wenn es eine XL-Ebene ist, sind es ja auch dann gleich 2 Itemräume. Also man kommt dann auch recht schnell durch den ganzen Quatsch. Man könnte ja auch so theoretisch geportet werden zum Boss, weil ja auch der Dings-Curse, Curse of the Maze, aktiv ist. Okay, das ist... Ist schon interessant. Der Curse of Darkness würde mich am ehesten aufregen. Die anderen Curses sind eigentlich okay. Weil, dass ich meine Energie nicht sehe... Oh, wait, der war gar nicht aktiv. Ich habe meine Energie gesehen. Okay, also sind nicht alle Curses. Ja, aber interessant. Okay, das sind die Challenges, die uns noch bleiben. Werden wir auch bei Gelegenheit versuchen. Mal gucken. Es gibt so viel, was man tun kann. Ich will jetzt eigentlich erstmal diese Knife-Geschichte ausprobieren. Ich muss in Downpour oder in Dross, muss ich das mit dem Geist machen. Dann muss ich in den Minen das mit dem Minenwagen machen und mit den Schaltern. Und dann muss ich diese Challenge schaffen, vor diesem komischen Ding wegzulaufen. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Messer angreifen kann. Ich habe mich nicht getraut. Aber das Messer muss ja irgendwas können, sonst würde man das ja da nicht bekommen. Ich glaube, ich kann den abwehren damit. Ich weiß es aber nicht. Ich muss es ausprobieren. Ja, krass. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Danke fürs Zuschauen und tschüss.